Liebe Zuschauer, wir haben heute das Vergnügen, beim Düsseldorfer Industrieclub Gast zu sein. Besser gesagt, Gast zu sein bei der HSBC, bei dem Derivate-Event. Und dementsprechend hat sich einiges schon getan, gerade in den letzten Tagen. Klar, langweilig war es sowieso nicht. Weder gab es eine Sommerflaute noch irgendwas anderes, bei dem man mal hätte durchatmen können. Und genauso geht es weiter. Die Federal Reserve hat die Zinsen um 50 Basispunkte gesenkt. Die Märkte haben reagiert, obwohl das möglicherweise schon hätte eingepreist sein können. Wir hatten beim Dow Jones ein Allzeithoch gesehen. Wir haben gesehen, dass der DAX über die historische Marke von 19.000 Punkten gesprungen ist. Und welche weiteren Folgen und Auswirkungen dieser Start der Zinssenkungsperiode auf die Konjunktur, die Märkte und damit natürlich auch die Marktteilnehmer haben könnte, darüber spreche ich jetzt mit Christian Köker von der HSBC. Christian, erst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass wir heute mit von der Partie sein dürfen. Sehr gerne. Christian, 50 Basispunkte statt 25. Die Erwartung der Marktteilnehmer hat immer mal wieder geswitcht innerhalb von wirklich kurzer Zeit. Jetzt sind es 50 gewesen, also der größere Schritt kann auf der einen Seite natürlich bedeuten, dass die US-Konjunktur deutlich mehr angeschlagen ist, als man befürchtet hat. Auf der anderen Seite könnte das natürlich den Aktienmärkten zugutekommen. War es für dich denn überraschend? Nein, nicht wirklich, muss man sagen, weil, wie du schon angedeutet hast, kurz vor dem Zinsentscheid oder vielmehr vor der Bekanntgabe gab es schon eine Mehrheit der Marktteilnehmer, die eher auf 50 Basispunkte gesetzt haben. Das war tatsächlich ein bisschen konträr zu vielen großen Banken, also die Research-Analysten, die haben eigentlich eher auf der 25 Basispunkte-Seite gestanden, aber die Mehrheit des Marktes hat, wenn man so möchte, dann recht behalten. Und man muss auch sagen, so wirklich, wirklich überraschend kam es dann eigentlich nicht, weil sich natürlich auch kurzfristig vielleicht das eine oder andere ein bisschen eingetrübt hat, auch gerade im Arbeitsmarktbereich, können wir vielleicht gleich nochmal darauf zu sprechen kommen und deswegen durchaus eine nachvollziehbare Entscheidung, denn wie man es macht, irgendjemand ist immer unzufrieden und die nächste Option, die Zinsen zu senken, besteht dann im November. Wenn man dann stark nachgeholt hätte, dann einen großen Zinsschritt vielleicht erst gemacht hätte, dann hätte es vielleicht noch stärker nach Panik ausgesehen, als wenn man es jetzt gemacht hat. Du hast den Arbeitsmarkt gerade schon angesprochen. Man hat zum Schluss, oder was heißt zum Schluss, man hat zuletzt von Seiten der Federal Reserve immer gesagt, wir fahren auf Sicht, erst dann entscheiden wir, welche Tools und in welcher Höhe wir diese Tools tatsächlich auch anwenden. Und der Arbeitsmarkt an sich hat die Daten geliefert, die Inflation kam zurück. Beim US-Arbeitsmarkt gab es aber auch immer die Vorwürfe, beziehungsweise bei den Konjunkturdaten gab es immer so ein bisschen die Vorwürfe, naja, da wird jetzt natürlich auch so entschieden, dass es die Präsidentschaftswahl möglicherweise positiv in Anführungszeichen beeinflussen könnte. Ist da was dran? Ja, also man muss ja erstmal vielleicht auch das große Bild aufmachen. Wir haben ja eigentlich schon viel, viel früher mit viel mehr Zinsschritten gerechnet. Wenn man jetzt mal auf ein Jahr zurückblickt, dann hätten wir eigentlich ex post sagen müssen, wären wir sehr überrascht gewesen, dass wir erst jetzt im September über so einen Zinsschritt sprechen. Deswegen sind dann die 50 Basispunkte vor dem Hintergrund der Erwartung, die man auf das gesamte Jahr, was die Zinsentwicklung angeht, eigentlich gar nicht mehr so überraschend. So, und jetzt ist es wirklich so, dass man sagen muss, auch zu Beginn des Jahres, deswegen ist die Maßnahme durchaus aus meiner Sicht sehr glaubhaft, hat man eigentlich mit einer Arbeitslosenquote von eher 4% in den USA gerechnet. Jetzt ist es nicht dramatisch schlechter geworden, aber die Arbeitsmarktdaten sind doch so, dass es eher Richtung 4,2, 4,4% Arbeitslosigkeit geht. Also aus dieser Quelle kann man schon auch einen Impuls heraus ableiten, zu sagen, dann doch eher die 50 Basispunkte, damit der Arbeitsmarkt wirklich weiter robust bleibt und wir nicht agieren. Das meine ich schon am ersten Aspekt, dass wir erst reagieren, wenn es vielleicht dann schon ein bisschen zu spät ist und die Leute schon wieder in Arbeitslosigkeit gekommen sind. Insofern aus meiner Sicht nachvollziehbar und natürlich klar, dass jetzt im Umfeld von einer großen Wahl wie der US-Wahl dann Anfang November jede politische Entscheidung, auch währungspolitische Entscheidung, immer abgeglichen wird mit politischen Interessenskonflikten, ist ja klar. Aber für mich ist der Eindruck, dass es jetzt wirklich politisch motiviert war, um Biden und Kamala Harris zu helfen, ist für mich ein bisschen konstruiert. Du hast eben schon gesagt, einige haben Zinssenkungen schon früher erwartet, vielleicht sogar sich das Ganze auch erhofft. Fakt ist, man hat erst jetzt damit begonnen, die Zinsen zu senken. Das heißt, diese Zinssenkungsperiode startet jetzt. Und wenn wir da mal weiter zurückgehen und uns in der Vergangenheit anschauen, wie der S&P 500 da reagiert hat beim Start der letzten Zinssenkungsperioden, was können wir da sehen? Ja, das ist ja ein bisschen paradox. Man sagt ja eigentlich, fallende Zinsen sind erstmal gut für den Aktienmarkt, weil das die Unternehmen die Kreditaufnahme erleichtert und so weiter. Aber tatsächlich war es oft ja natürlich auch so, dass der Grund, warum man die Zinsen senkt, meistens eben nicht so gute Gründe sind, weil man dann Rezessionsängste hat, weil der Arbeitsmarkt vielleicht unter Spannung gerät. Und wenn man jetzt eben zurückblickt, die letzten 50 Jahre auf den S&P,
ich sag mal, wann gab es immer einen Wendepunkt? Also wann wurde das erste Mal der Zins nach einer ansteigenden Phase von Zinsen das angefangen wieder zu senken? Das gab es also in der Vergangenheit etwa 13 Mal. Da muss man sagen, das ist erstmal die gute Nachricht, 9 Mal von diesen 13 Umschwenkpunkten in der Vergangenheit, in den letzten 50 Jahren, stand der Aktienmarkt ein Jahr später auch höher, als er heute steht, nämlich im Schnitt 4,9%. Da könnte man jetzt erstmal sagen, super, Zinsen fallen, alles das, was wir uns davon erwarten, dass es gut für den Aktienmarkt ist, tritt auch ein. Aber man muss das tatsächlich auch mit einem Arbeit versehen, denn die 4,9%, die wir im Schnitt ein Jahr später mehr gesehen haben, sind natürlich im Kontext der historischen Aktienmarktentwicklung, gerade in den USA, wo es ja noch einen sehr guten, starken Kapitalmarkt gibt, gar nicht so besonders viel, weil der S&P 500 tatsächlich im Durchschnitt in den letzten 50 Jahren eher 7% pro Jahr gestiegen ist. Das heißt, so schön das ist, dass die Zinsen jetzt vielleicht 50 Basispunkte gesenkt wurden aus Sicht der Aktionäre, für die nächsten 12 Monate ist das erstmal grundsätzlich gut, aber es ist nicht so, dass man jetzt davon ausgehen muss, dass die nächsten 12 Monate überdurchschnittlich gut laufen im Vergleich zur Vergangenheit. Was bedeutet das jetzt für die Märkte? Worauf sollte man sich nach dieser Entscheidung einstellen? Ich meine, solche Zinsentscheide dienen ja auch genau dazu, einen ausgleichenden Effekt zu haben. Ja, also gegen wirtschaftliche Abschwungstendenzen zu wirken. Also im Grunde genommen ist das alles also funktional richtig, was da passiert. Aber man sollte eben sagen, die Erwartungen, die man hat auf die nächsten 12 Monate, die sollten vielleicht nicht in den Himmel wachsen, weil die Vergangenheit eben gezeigt hat, dass es eben nicht besonders starke Marktphasen unbedingt im Zinssenkungsumfeld dann gibt, weil vielleicht auch Rezessionsthemen wieder auf die Agenda rücken könnten. Deswegen muss man vielleicht auch seine Erwartungshaltung für die nächsten 12 Monate ein bisschen eindämpfen. Eindämpfen und dementsprechend natürlich auch die Strategie anpassen. Was bietet sich denn momentan an, um in genau diesem Marktumfeld möglicherweise mit einem Produkt agieren zu können? Ja, wenn ich sage, 4,9% sind nicht schlecht, aber 7,5% eigentlich, wie es in der Vergangenheit im Durchschnitt gelaufen sind, würde mir besser gefallen. Naja, dann kann ich einfach ein Discount-Zertifikat auf den S&P 500 auswählen, das nicht mehr als die 7,5% mir dann zwar ermöglicht auf Sicht von einem Jahr, also bis September 2025, im Gegenzug für diesen Verzicht auf noch stärker steigende Renditen bekomme ich aber einen Discount von 12%. Das heißt, sollten wir jetzt wirklich in eine schwierige wirtschaftliche Phase hineinlaufen, die auch die Aktienkurse unter Druck bringen, dann habe ich hier 12% Risikopuffer. Das heißt, etwaige Verluste werden eben um 12% reduziert, wenn ich in einem solchen Discount-Zertifikat auf den S&P 500 investiert wäre. Und auch bei einem, möglicherweise bei einem Discount-Zertifikat, wenn man sich dafür entscheidet, gilt es immer, die Chancen, aber auch die Risiken im Blick zu haben. Welche sind das? Ja, also wenn der Markt natürlich noch stärker korrigiert, dann reichen vielleicht auch 12,5% Risikopuffer nicht. Dann verliere ich möglicherweise einen Teil meines Kapitals, dann etwas gemindert, aber ich kann natürlich auch große Kapitalverluste erleiden. Und beim Erwerb von Zertifikaten, von Discount-Zertifikaten, trage ich auch immer das Emittentenrisiko, wie das bei Anleihen beispielsweise der Fall ist. Also wenn ein Emittent wie HSBC dann in einem Jahr seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen könnte, drohen noch deutlich größere Verluste. Christian, ich sage vielen herzlichen Dank für den Überblick und hoffe natürlich, dass wir weiterhin noch einen schönen Tag haben und die 35 Jahre den Optionsjahren feiern können. Ich freue mich auch. Danke. Liebe Zuschauer, wir nehmen Sie natürlich mit bei unseren Events und natürlich auch bei allem, was am Finanzmarkt und auch konjunkturell passiert. Und auch an Sie ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein für heute.